Im Raum sind vier verschiedene Punkte A, B, C und D sowie die Vektoren U gleich dA plus 2dB minus 3dC und V gleich 2bA minus 6bC angegeben. Erstens, drücke den Vektor U ohne den Punkt D aus. Zweitens, beweise, dass die Vektoren U und V parallel sind. Beim ersten Punkt weiß man nicht so recht, womit man anfangen soll, aber beim zweiten Punkt sagt man uns, wir sollen die Vektoren U und V vergleichen. Der Vektor V wird beschrieben anhand dieser beiden Vektoren BA und BC, die beide als Ursprung den Punkt B haben. Demzufolge werden wir den Vektor U beschreiben mit Vektoren, die alle als Ursprung den Punkt B haben. Also schreiben wir dA durch die Formel von Schaal um in Vektor BA minus Vektor BD. Den Vektor DB brauchen wir nur entgegengesetzt zu nehmen, also DB, das ist minus BD. Und den Vektor DC zerlegen wir auch durch die Formel von Schaal in Vektor BC minus Vektor BD. So erhalten wir diese vektorielle Summe, in der alle Vektoren als Ursprung den Punkt B haben. Hier verteilen wir noch diese Zahl minus 3 so und erkennen, diese zwei Vektoren zusammen ergeben minus 3 mal Vektor BD und hier steht plus 3 mal Vektor BD. Die unterstrichenen Vektoren haben als Summe den Nullvektor und sind somit weg. Somit haben wir gefunden, dass der Vektor U gleich ist zum Vektor BA minus 3 mal Vektor BC und diese Differenz enthält den Punkt D nicht. Also ist der erste Auftrag erledigt. Jetzt der zweite. Der Vektor V ist gleich zu 2 mal Vektor BA minus 6 mal Vektor BC. Hier können wir eine 2 ausklammern und zwischen Klammern bleibt genau diese vektorielle Differenz. Also können wir diese Klammer durch den Vektor U ersetzen. Wir haben somit herausgefunden, dass der Vektor V das Doppelte vom Vektor U ist. Was bedeutet, dass Vektor V und Vektor U kollinear sind und das heißt, dass sie parallel zueinander sind.